schön, dass Sie heute da sind. Wir feiern heute Tag der Ehrenamtliche. Heute sind Sie da, damit Sie von uns verwirkt werden, ja, damit Sie unsere Dankeschön genießen können. Weil ohne Sie würde diese Arbeit nicht so stark sein. Ja, es freut mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Ich bin jetzt heute auf den Tag genau 2 Monate bei der GEPA. Also noch grün hinter den Ohren. Die Gedanken des fairen Handels zu vermitteln, das hilft unseren Handelspartnern wieder. Und diese Verbindung herzustellen, eben hier von den Ländern, den Orten, wo es uns so gut geht, ja, wo wir teilen können, wo wir diese Möglichkeit haben, zu den Menschen in benachteiligten Ländern und ihnen dadurch zu helfen, dass sie mit uns allen zusammen dies tun, ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Sie wissen, wir haben unser Sortiment verändert, wir haben unsere Strategie verändert. Fragen Sie uns, fragen Sie, fragen Sie. Wahrscheinlich ab dem 5. Mal können Sie die alle bestellen oder bei uns einkaufen. Schön, die Atmosphäre hier mitzubekommen, zu sehen, wie viele andere Leute auf dem gleichen Weg sind, wie engagiert die Leute sind und wie fröhlich sie alle sind. Als die Einladung von GEPA kam, dachte ich, das muss die Franzi, die bei uns ein freiwilliges ökologisches Jahr macht, kennenlernen. Sie muss einmal sehen, was GEPA noch bietet als nur bei uns im Weltladen. Sie muss dieses große Drumherum sehen und das große Angebot. Mir hat heute besonders gut die Kaffeeröstung gefallen, weil man einfach diesen Prozess miterleben konnte und mit allen Sinnen miterleben konnte, wie aus so einer grünen Bohne dann fertiger Kaffee wird, wie die Aromen freigesetzt werden und wie frisch das alles ist. Es ist einfach hier schön, alle Leute mal persönlich kennenzulernen. Wir haben keinen Weltladen. Wir verkaufen in den Kirchen in Eppstein und vor allen Dingen auf dem Wochenmarkt. Eppstein möchte Fairtrade-Stadt werden. Da haben wir uns überlegt, da machen wir ein Etikett drauf mit der Burg und verkaufen den als Eppsteiner Burgcafé. Seit 1,5 Wochen verkaufen wir den und er verkauft sich also wie geschnitten Brot. Ganze Woche. Ich habe heute nicht gemodelt, habe aber Ruf. Ja. Eine Nummer 4. Gewonnen hat die Nummer 86. Ich bin dankbar und stolz, dass ich heute diesen Tag miterleben durfte.
Und ich freue mich ganz riesig, wenn ihr Weltladen-Mitarbeiter und Aktionsgruppen-Mitarbeiter nächstes Jahr zu uns nach Wuppertal kommt zum Tag der Ehrenamtlichen.